Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde RimWorld. Das Spiel habe ich zum Geburtstag bekommen und da habe ich mich ein wenig drüber gefreut, denn das wollte ich schon eine ganze Weile haben. Seitdem es ja jetzt letztendlich original draußen ist, ohne Early Access, Alpha, Gedöns, bla, freue ich mich drauf, das euch jetzt hier präsentieren zu dürfen. Ich habe gar keine bis wenig Ahnung, ich habe vorhin eine Runde gespielt, so mal um zu gucken. Ja, looky looky machend. Das endete in einer kleinen Tragödie, als einer meiner Männer, respektive Frauen, verrückt geworden ist und unseren Arzt erschlagen hat. Zweimal. Er dann sich selbst nicht heilen konnte, deswegen infizierte Wunden hatte und daran elendig krepiert ist, zusammen mit dem Rest, die sich gegenseitig zu Klumpf schlugen. Ja, es war schön. Es war so schön. Ich hatte richtig viel Spaß. Wir gehen in das ganz normale, klassische Sturzlandungsszenario. Das nehmen wir so hin. Es gibt auch noch als reicher Erkunder. Ups, jetzt klingelt hier das Telefon. Nee. Und ein verlorener Stamm. Da ist man wohl nur einer, der mit viel Ressourcen und Zeug startet. Und automatische Geschütze schon am Anfang hat, ist natürlich nicht schlecht, ne? Und der verlorene Stamm, das sind 5 Leute, aber die haben irgendwie nichts. Deswegen nehmen wir die Fraktion Kolonie mit unseren 3 Leuten und dem moderaten Anfangspaket. So, das hier ist der Schwierigkeitsgrad, so wie ich das mitbekommen habe. Und zwar, entschuldigt meine Stimme, wir waren am Wochenende auf dem MPS reichlich mitgegrölt und davon habe ich mich noch nicht ganz erholt. Da gibt es die Cassandra Classic, die werden wir nehmen. Die Phoebe Chill Out, das ist wohl ein recht leichter Schwierigkeitsgrad mit weniger ja, random Ereignissen und diese dann eher so für unsere Zwecke nützlich. Und dann gibt es reiner Zufall. Ja, es ist genau das, wonach es klingt. Da kann alles Mögliche passieren und immer. Und bei Cassandra Classic wird es nach hinten raus schwerer. Dann gibt es hier freies Spiel, Basisbau, raue Herausforderungen und Extrem. Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Kein Bonus auf die Stimmung und die Ernte. Das finde ich ja Quatsch. Warum denn das? So, muss ich mal kurz husten. Eine Spielweise mit dem Fokus auf sandkastenähnliche Umgebung und Bedrohungen können auftauchen, aber sie sind um einiges abgeschwächt. Gibt es nicht irgendwie... Das hört sich wieder an wie... oh Gott, wir werden alle sterben. Und das hört sich an wie... Hi, Tai. Gar nichts ist passiert. Alles ist gut. Und freies Spiel ist ja Quatsch. Das ist herausfordernd. Ach, der empfohlene Schwierigkeitsgrad. Aha. So hart wie ein diamantenüberzogener Dolch. Okay. Gegner sind stark, Preise sind niedrig, Nahrung ist schwer zu beschaffen. Dieser Modus ist für alle Freunde des digitalen Leidens. Ach, sehr schön. Wir nehmen Rau, das ist eins einfacher, glaube ich, als Basisbau, als Herausforderung das Empfohlene. Basisbau klingt mir zu leicht. Das wollen wir nicht. Seed. Ja, was nehmen wir denn da? Wie wollen wir denn unsere kleine Welt nennen? Erde nehmen wir nicht. Was wohl käme, wenn man Erde nimmt? Wollen wir das mal ausprobieren? Nee, ach. Kommt, wir machen irgendwas Individuelles. Planet der Affen, geht das? Planet der Affen. Ja. Das fand ich jetzt nicht witzig. Gut, okay. Die Größe lassen wir so. Generieren wir jetzt hart. Ja, okay. Nee, im Ozean wollen wir nicht starten. Das wäre ja etwas unangenehm.
Und jetzt können wir uns nämlich aussuchen, wo wir landen. Kulat-Nunu-Welt. Ach schön. Planet der Affen. Was ist denn das Rote? Nein, hier, nein, da, da, was ist das denn? Ah, Bedrohung, Haufen, Piratenbande, Basis einer Fraktion. Aha, ne, da wollen wir eigentlich weit weg von sein, von den Piraten. Hier sind eigentlich die Piraten mitten und nicht irgendwie hier auf den Inseln, sondern hier ist noch eine Fraktion. Basis einer Macht der Füchse, Piratenbande. Das sind alles Piratenbanden, was soll denn das hier? Die finde ich aber sinnvoll. Kann sich so ein bisschen auf dem Meer verteilen. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir landen. Was ist das hier? Ja, gucken. Savanne. Tropischer Regenwald. Ich glaube, wir hatten, also ich hatte beim letzten Mal, kann ich irgendwie, ja, so, mit den Pfeiltasten kann ich nach unten und nach oben. Ich hatte hügelig, also kein, nicht bergig, sondern was war das? Schwere Hügel oder so hieß das. Bergig, 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 bergig hier vielleicht. Bergig, bergig, bergig hier vielleicht. Nee, große Hügel hatte ich beim letzten Mal. Das war eigentlich ganz hübsch. Das hätte ich gerne wieder. Oder wir nehmen... Ja, da große Hügel, gemäßigter Wald. Das klingt doch Marmor und Sandstein. Ganzjährige Wachstumsperiode ist sehr gut. Durchschnittliche Temperatur 19,5, im Winter 16,3 und im Sommer 22,7. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, aber das klingt doch total super. Könnt ihr mal uns das hier vormerken und mal so links und rechts gucken. Ja, da wird es wieder etwas kühler. Obwohl es weiter unten ist. Hier oben. Große Hügel. Marmor und Kalkstein. Dann haben wir dasselbe in grün. Bloß mit Marmor und Kalkstein statt Sandstein. Wenn wir jetzt so hier so hingehen. Große Hügel. Ach, guck mal, da haben wir Schiefer, Sandstein und Granit. Ganzjährig. Die Temperaturen sind auch noch alle total top. Das nehmen wir doch, oder? Also wie gesagt, ich habe wenig Ahnung von diesem Spiel. Ihr könnt mir gerne Tipps und Tricks in den Kommentaren geben. Und vor allem auch Mods empfehlen, weil das ist ja hart modbar. Wir nehmen das jetzt so hin. Schießwütiger Nudist. Ja, nee, ist klar. Obwohl Nahkampf, Sozial und Tiere auf einem Zehnerwert ist ja schon hart. Glaub ich. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angespielt. Also so ein bisschen, so ein ganz klein wenig weiß ich schon, worum es hier geht. Ich hätte gerne jemanden, der recht jung ist und nicht zwingend an der Kryoschlafkrankheit eine Narbe. Narbe finde ich ja okay. Nachtmensch. Nee. Nee, 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 nee. Keine Verletzung. Antialkoholiker. Kältetolerant. Verweigert einfache Arbeit ist eher doof. Am Anfang brauchen wir den Forscher noch nicht so dringend. Deswegen, die 64 ist mir zu alt. 19. Kratznarbe unerschütterlich. Prothesenphobie ist okay. Verweigert fürsorglich Sozialfeuer löschen, Dinge tragen. Ist ein Künstler. Ach, Mann. Ich hätte gern was recht Junges. 33 Pessimist, zu klug. Sehr egozentrisch. Pyromane. Nein, 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 nein. Keine Pyromanen. Die setzen das Lager in Brand und dann war's das. Ich hatte das mal mit unserem Arzt, der hat plötzlich, ist plötzlich durchgedreht in der letzten Runde und hat alles anzünden wollen. Ich hatte das mal, hört sich immer so an, als hätte ich irgendwie schon übelst die Erfahrung. Aber das ist alles in einem Spiel passiert. Ich fand das so toll. Eigentlich wollte ich da keine Let's Play zu machen. Aber das war so lustig, dass ich mir dachte, das will ich euch nicht vorenthalten. Prothesen begeistern. Mhm. Neurotisch.
Boah, Alter, ist der hart arbeiten. Verweigert nichts, sehr gesund, 16 Jahre alt. 11 auf Tiere, 11 auf Bergbau, den nehmen wir. Den nehmen wir. Wir können... Verzeihung, ab und zu muss ich noch husten. Wir können in-game die auch noch neu benennen, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch einen Kolonisten sichern wollt. Den nehmen wir jetzt hin. Den finde ich gut, den Kazuki. Den Dr. Wu. Ach, du Schande. Handwerk 12, Kunst 10, Medizin 6, ist natürlich nicht. Medizinerbaum. Wir haben jetzt einen Geologen, Bergbau und Tiere. Wir brauchen auf alle Fälle einen Handwerker, Mediziner, Sozial, Konstruktion da. Das wäre natürlich nicht schlecht, ein Konstrukteur. Nee, keine psychischen Krankheiten. Nee, Medizin ist mir mit 4 noch zu wenig. Kochen, der hat mir auch zu wenig Sachen insgesamt. Ist auch mit 35 schon ein bisschen over the top. 17. Hitziger Liebhaber und aggressiv ist er auch. Also sie. Jugendliche Kolonist. Mal kurz hinsetzen, vernünftig. Medizin 10, Fernkampf 10 ist natürlich top. Landwirtschaft 1, dafür interessiert sie sich aber übelst. Medizin 10. Tiere, Bergbau, Medizin. Wir brauchen noch irgendwie. Der hat nichts an. Wieso hat er nichts an? Okay, sie trägt jetzt auch nicht so viel. Ich gehe nochmal durch. Ach, genau. Mit 77. Geht klar. 20. Frühe Schlafkrankheit möchte ich nicht. Gebrechlich. Mit 71 ist das kein Wunder. Ja, die Kolonisten aussuchen dauert bei mir immer ein bisschen. Ich hoffe, das nehmt ihr so hin. Soll ja auch was Vernünftiges am Ende bei rauskommen. Ach, Hitzeliebhaber. Kein hitziger Liebhaber hier drüben. Das ist okay, weil wir sind in einem warmen Gebiet. Kälteliebhaber ist bei uns eher lala, nicht so gut. Und der hat halt Werte. Das ist ja abnormal schlecht. Sozial und Kochen, Landwirtschaft und Bergbau. Ich hätte aber ungern... Ihr habt ja gesehen, hier war einer verwandt mit einem von unseren. Das ist natürlich an sich ganz schön, weil die sich gegenseitig gut aufheitern können. Aber wenn einer von denen stirbt, dann ist die Schicht im Schacht. Ein dicker männlicher Kolonist, der Frauen nicht leiden kann, Chemikalien interessiert ist. Neurotisch, verweigert geistige Arbeit und es ist ein Landwirt. Landwirt ist natürlich... Mit 15 ist er mir fast schon... Wir haben nur... Ja, zu 22 hätte ich lieber. Pessimist, stark neurotisch. Sauber machen will er nicht, Pflanzen anbauen will er nicht. Das ist am Anfang natürlich, jetzt habe ich den übersprungen. Was brauchen wir jetzt noch zwingend? Ich glaube ja... Also mit ihm hier... Also mit, doch, mit ihm hier bin ich ja echt zufrieden. Unser neurotischer Hartarbeitender, Forschungshandwerk, Bergbau und Tierebegabter Medizinmann ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Vor allem, dass er seine Interessen auf den höheren Sachen hat, ist toll. Mit ihr bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber Medizin... Er hat Medizin auf... Ach, Medizin 10 ist schon sinnvoll. Aber die hat halt nur Medizin, ne? Sonst hat die nichts. Also ich glaube, die wechseln wir auch nochmal auf irgendwas. Ne, Pyromane. Bisschen alt. Kochen und Handwerk ist ganz... Ja, Landwirtschaft ist ganz okay. Also hier fehlt uns ja immer noch.
psychisch abgestumpft, aber lahme Ente. Verweigert künstlerische und geistige Arbeit, hat aber auch irgendwie keine Werte. Ohohohoho, Sozial- und Mediziner. Wir brauchen auf alle Fälle noch Konstruktion, weil da haben wir gar nichts. Landwirt haben wir wenigstens jemanden auf 7, damit, ich glaube mit 6 konnte ich irgendwie so eine Medizin-Sachen anbauen. Bin mir gar nicht so sicher. Tiere 11 ist okay, Bergbau 11 ist okay. Ja, ich hätte gerne Konstruktion. Konstruktion Handwerk 6 ist alles okay. Konstrukteur bräuchten wir noch. Medizin hatten wir ja jetzt, ne? 10. Konstrukteur. Außerdem hat sie eine Arterienverstopfung, sehe ich gerade. Bissnarbe am Kopf. Ein bisschen alt. Ehefrau und Sohn hier. Das wäre natürlich lustig. Ohohoho. Na Mensch. Was hat denn der auf Konstruktion? 0. Der ist aber auch 42. Kann dafür halt Tiere 12, Medizin 11. Den hätte er. 42 ist auch ein bisschen. Wir nehmen anderen. Ja, ich hätte sie gerne sehr jung am Anfang, damit die mir nicht irgendwann so schnell wegsterben. 16 ist mir jetzt wieder zu jung. Außerdem ist er ein Psychopath mit Nahkampf 8. Konstruktion. Oh, oh, oh. 81. Okay, ich revidiere. Der hat ja auch alles mitgenommen, habe ich gerade gesehen. 55. 24. Nahkampf ist der echt gut. Konstruktion 7, aber ja, seine Gesundheit und Eigenschaften waren kacke. 64, 37, 51, 17. Mit Kackwerten, das ist aber Kunst. Hätte sie nicht Konstruktion auf 16 haben können, dann hätte ich sie vielleicht in Betracht gezogen. Oh, 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 73. Ich gucke am besten zuerst aufs Alter. 17 ist mir eigentlich auch schon wieder... Ich hätte gerne jemanden, der die Verantwortung übernehmen kann. Also so jemanden ab... Ja, 35 ist okay. Haben wir ja schon jemanden. 31. Wir brauchen aber keine Medizin, wir brauchen Konstrukteur. Also, ich glaube, wir brauchen Konstrukteur. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man so am Anfang mit so haben kann. Das ist noch wichtig. 63. Sie stirbt uns doch so schnell, aber die kann Handwerk auf 20. Die schießt wütig psychisch abgestumpft. Nein, danke. Kann jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht stretch ich das ja ein bisschen oder tue ich das zeitlich etwas raffen. Der war gerade cool, der konnte irgendwie gar nichts machen. Bergbau. Sie hat wenigstens Interesse an Konstruktion. Hier, was ist das denn? Verweigert einfache Arbeit, komplexe Arbeit, fürsorglich und sozial. Das heißt, er kann nur kämpfen und sich um Tiere kümmern und Kunst, also sie. Bergbau 14. Unser Arzt hatte beim letzten Mal gewalttätig verweigernd. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also für so einen Arzt passend. Sie ist auch an sich ganz cool. Ah, psychisch hochsensibel. Ist natürlich kacke. Was ist denn hier los? 42, 30... Die haben auch keine Werte, ne? Wenn ihr mal so guckt, das ist doch alles Kacke. Konstruktion 4, was ist denn das? Landwirtschaft 11. Konstruktion 10. 48. Auf 15% höhere Zusammenbruchsschwelle.
Und die Kryo-Schlafkrankheit hat sie auch noch. Wir suchen weiter. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja jetzt schon eine Folge praktisch nur verwendet, um vorzubereiten. Warum sollten wir das jetzt so übers Bein brechen jetzt am Ende? So kurz vor Schluss. Ihr und eure Kryo-Schlafkrankheiten. Und die hat eine nervige Stimme. Cool. Alter, was ist das denn? Verweigert einfache, unkomplexe Arbeit. Okay. Okay, sie ist träge, psychisch sensibel und neurotisch. Zusammenbruchsfälle plus 8. Zusammenbruchsfälle, psychische Sensibilität plus 40. Minus 20, Geschwindigkeit. Ist kacke. Ist, kann man jetzt nicht anders sagen. Ist kacke. Sie hat echt gute Werte. Aber Asthma in beiden Lungenflügeln, lahme Ente. Wir gucken noch ein Stückchen. Ich weiß, ich bin schwer zufriedenzustellen. Haben wir eigentlich schon jemanden mit Sozial? Nö, ne? Aber sie hätten nur Konstruktion auf 2. Alzheimer, stark. Die baut uns doch immer was Neues, weil sie vergessen hat, dass sie schon gebaut hat. 45, kämpfen kann sie. Nein. Schneller Gear Asket. Was ist denn mit der? Sie interessiert sich für Sozial, kann das ausbauen. Amateur. Bergbau und Landwirtschaft hat sie auch, was am Anfang ganz sinnvoll ist. Ich glaube, die nehmen wir, wa? Und ihr Bruder ist Kazuki. Sie hat zwar die Kryo-Schlafkrankheit. Ich glaube, wir nehmen sie trotzdem. Gut. Dann nehmen wir das alles so hin, drücken gleich auf Start, aber erst in der nächsten Folge. Das hier nehmen wir praktisch so als kleines Prequel auf, als Folge 0, als Vorbereitung, als wir suchen uns unsere Kolonie und unseren Landeplatz aus. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.